Fendos, es wird nun Zeit für die vorletzte Folge von Moonlight und ich muss euch sagen, dass meine Erwartungen so hoch sind, dass ich sage, dass dies wohl mit die beste Folge bis dato werden wird. Wie gut es aber jetzt wirklich im Endeffekt ist, erfahren wir jetzt jeden Moment. Let's go on. Hi! Ich muss zugeben, ich war bis jetzt noch nicht so gehypt auf eine Moonlight-Folge. Echt hohe Erwartungen gerade. Was backfiren könnte, aber wer weiß? Wer weiß? Oh! Mark. Oh. Oh, man. Wow, these minutes are really amazing. Okay. Consciousness exists. Yeah. Like the ancestral plane. Oh. Black Panther Anspielung. Anyway, I do that. Oh. Man sieht es wirklich, sogar die Waage ist da. Das sieht echt geil aus. Die Farben erinnern krass an Loki. Oh, das Herz wird rausgezogen. Wir sind auch sehr PG dargestellt. Ich sage, es gibt keine richtige Balance. Boah, das ist cool. Das ist sehr cool gemacht. Oh. Oh nein. We're just about to blow out the candles now. What happened to that roof, Mark? Krass. Krass, echt weh. Why are you remembering your life? Oh, wie alles begann. Zeig mir die Leiche. Sieht sehr geil aus. Der Tempel von Khonshu. Boah, was ist das für ein Theme? Drei Lichter für die drei Persönlichkeiten. What a waste. Ich liebe diese Stimme, ey. Gänsehaut, Digga. Rise and live again. As my best of vengeance. Fuck! 10 von 10 Folge, alleine weil Monkeys mit dabei sind. Der Arsch. Digga, sogar als Kind. Krass. Ey, wirklich. Nochmal so extra Respekt für Oscar Isaac gewonnen nach der ganzen Serie. Es ist wirklich extrem geil, was er da gemacht hat. Wait, wait! Wagwan! Okay. Einfach in der Wüstenkälte eingefroren. Krass, das war's schon. Alright, ey. Mann, ist echt ein bisschen schade, dass die Folge schon vorbei ist, denn was soll ich sagen? Marvel und Oscar Isaac haben wirklich absolut abgeliefert in der Folge und das ist ohne Zweifel für mich jetzt schon die beste Folge Moon Knight, die wir bis jetzt bekommen haben und mit Peak MCU, was Serien angeht. Denn der Folge gibt es für mich wirklich kaum etwas auszusetzen und ich muss sagen, dass ich wirklich von Anfang bis Ende durchgehend unterhalten wurde. Ich wusste schon bereits, als wir die allerersten 10 Minuten in der letzten Episode am Ende mitbekommen haben, dass das ist, was ich unbedingt von der Serie sehen wollte und mir am ehesten gewünscht habe und dies hat man uns komplett durchgehend in der 5. Folge geliefert, indem wir uns permanent mit der Mental Disorder, mit dem Kopfe von Mark Spector auseinandergesetzt haben und alle verschiedenen Aspekte durchgegangen sind, die dann eben in seinem Kopf herumschwirren, was gemischt mit dem jetzigen Setting des Jenseits und dem Scheiden des Todes mega gut und klug und authentisch kombiniert wurde. Also wirklich Hut ab an Oscar Isaac, Marvel und Mohamed Diab und alle anderen, die wirklich daran gearbeitet haben. Denn diese Folge hat auch am besten bewiesen, was das MCU alles noch in der Zukunft machen kann und dass es wirklich eigenständig
Projekte ohne Probleme aufstellen könnte. Weshalb ich für die Folge wirklich nichts übrig habe als Lob und ihr eigentlich so gut wie kaum einen negativen Punkt in dieser Review hören werdet. Denn man hat in allen Aspekten abgeliefert. Nur neben dem Hauptfokus der Episode, dass man sich wirklich mit der mentalen Krankheit von Mark Spector auseinandergesetzt hat, war eben das größte Highlight, dass wir auch erfahren haben, wie seine Vergangenheit denn wirklich abgelaufen ist, wie er als Kind war und was ihm eben zu dem Menschen gemacht hat, der er heute ist. So gesehen war die Folge eine komplette Origin-Story von Mark Spector, mega schön in diesem Mindfuck-Szenario verpackt. Was wir so bis jetzt noch nie gesehen haben und was mich auch fast schon dazu bringt zu sagen, dass das mit einer der besten Origin-Stories ist, die wir im MCU bis jetzt von einem Helden bekommen haben. Was nicht nur Teil an der mega kreativen Darstellung der ganzen Episode ist und dass man die ganze Zeit mit den verschiedenen Persönlichkeiten von Mark spielt, sondern eben auch die tiefgreifenden Themen, die sich eben in seiner Kindheit abgespielt haben, bis hin zu seinem Erwachsenenalter und wie die verschiedenen Darsteller, also vor allem natürlich Oscar Isaac, das Ganze abliefern. Ich habe schon viele Projekte von Oscar Isaac mitbekommen und sei gesagt, dass dies definitiv meine Lieblingsrolle von ihm ist, da Moon Knight wirklich darstellt, was dieser Mann eigentlich alles kann und wie flexibel eigentlich Schauspieler agieren können, wenn sie denn die Chance bekommen sollten. This is acting, guys! Klar geht in dieser Folge natürlich auch mega viel ab. Man beschäftigt sich mit Göttern, verschiedenen Persönlichkeiten, dem Jenseits und so weiter und so fort. Aber die Folge schafft es tatsächlich einfach, so bodenständig zu sein, wie kaum eine andere Episode oder Film, die es im MCU bis jetzt gab. Mark in seiner Vergangenheit als auch Gegenwart so sensibel zu sehen, mit solchen menschlichen Themen, die tagtäglich Menschen erfahren, hat mir einfach mega gut gefallen und ich wünsche mir einfach, dass wir mehr solcher Dinge mitbekommen. Denn im Endeffekt sind solche Geschichten die, die jeden Menschen wohl am meisten unterhalten, da sie grundsätzlich wirklich auf realistische, traumatische Ereignisse aufbauen. Was auch dafür gesorgt hat, dass meine Augen schon ein bisschen getränt haben. Ich will nicht lügen. Nun, abseits der wirklich schönen Story und der ganzen Verstrickung, die man uns hier gegeben hat und mit der ich einfach absolut zufrieden bin, möchte ich auch nochmals das CGI loben, mit dem ich ja zuvor größere Probleme in den letzten Folgen hatte und es ein bisschen off aussah. Natürlich kann man das immer zu den Hintergründen sagen, die meistens wirklich einfach out of a new world aussehen und komplett digitally created. Aber dieses Problem hatte ich wirklich kaum hier, vor allem, wo uns auch Tabaret, das gute alte Hippo, gezeigt wurde, die echt mega schön animiert war. Klar gab es ein paar kleine Szenen, wo man natürlich noch gemerkt hat, okay, das ist der gute alte Greenscreen im Hintergrund, aber sonst wurde ich kaum von der realen Welt herausgezogen, weil mir ein digitaler Hintergrund zu stark aufgefallen ist. Hier hat man sich also auch nochmals deutlich verbessert von den letzten Folgen, wie ich finde. Ach ja, Tabaret ist sowieso ein Cutie, weshalb es hier auch nochmal einen Pluspunkt gibt. Nun, eine Sache, wo ich noch sehr gemischte Gefühle habe, war auch natürlich, was mit Stevie als auch Mark am Ende der Episode passiert ist. Was aber natürlich nicht heißt, dass das Ende der Charaktere ist. Jedoch wird es nochmal sehr interessant zu sehen, wie man damit jetzt umgeht in der finalen Episode von Moon Knight und wie lange man eben Abschied nimmt von den verschiedenen Persönlichkeiten und ob eben nochmals eine auftreten wird. Denn wir alle erwarten ja immer noch den guten alten Jack Lockley und ich muss sagen, langsam erwarte ich sogar, dass man es vielleicht erst sogar noch in der Zukunft sieht. Aber wer weiß, er kann immer noch sehr wahrscheinlich einen Auftritt in der letzten Episode machen, die wir nächste Woche bekommen. Wo übrigens auch der Doctor Strange Release ist. Ach ja, und habe ich bereits erwähnt, wie cool nochmals die Transformationsszene zu Moon Knight war? Ja, ich kann mich einfach nicht dran satt sehen. Khonshu, Mark, Moon Knight Duo ist einfach sowieso straight as fire. Was uns dann auch wohl zum Ende des Videos bringt und das heißt dann auch zu meiner endgültigen Wertung von der 5. Episode von Moon Knight. Ich würde der ganzen Episode eine 9 von 10 geben, aber weil wir noch Baboons, ein paar Monkeys in der Folge gezeigt bekommen haben, wird daraus eine 10 von 10 gemacht. Womit es natürlich hier ist ganz klar die beste Folge von Moon Knight ist und eine der besten Folgen von den ganzen Marvel-Serien, die wir bis dato hatten. Was natürlich die Erwartungen für die finale Folge von Moon Knight nochmals in die Höhe treibt. Und ich glaube, es wird wirklich schwer zu übertreffen. Weshalb ich jetzt eigentlich schon mal in meinem Herzen abgestoßen habe, dass das gerade Peak Moon Knight war für die erste Season. Das wär's aber von mir und meiner Meinung zu der Episode. Ich hatte absolut nichts auszusetzen, wie gesagt. Ich würde mich aber jetzt natürlich auch über eure Meinung freuen. Schreibt mir diese also in die Kommentare. Morgen bekommt ihr die Analyse zu der 5. Folge, zu der es natürlich wieder vieles zu sagen geben wird. Und ja, checkt doch gerne meine letzten Videos aus, wie zum Beispiel mein Video zu Doctor Strange und allen Charakteren, die dort auftreten werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde dann mal sagen, love you 3000.